Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Upper Cat und zu Teil 3 des Thai Advanced Fighter Baus von Leppin. Ich will gar nicht viel rumreden, soweit sind wir gekommen. Der Ständer ist fertig, die vordere Kuppel ist fertig, der Mittelteil ist fertig und wir haben angefangen hier vorne die Verkleidung reinzubauen. Aber eine ganze Menge steht uns noch bevor. Wir sind auf Seite 25, haben insgesamt 43 Seiten und noch einiges an Teilchen hier rumliegen. Von daher legen wir direkt los und starten mit dem weiteren Bau. Wer die anderen Teile noch nicht gesehen hat, ich habe die euch in der Videobeschreibung verlinkt. Los geht's! Dramatisch viel ist jetzt nicht passiert, aber dennoch der Vollständigkeit halber. Ich habe hier das obere Teil noch angebaut und auch das habe ich hier gerade aufgesetzt. Ja, ich könnte euch jetzt hier noch ein fünftes bauen, das dann auch schon ohne Anleitung. Also das ist hier sehr wiederholend. Das, immer das Gleiche. Hier drin, ihr erinnert euch, haben wir noch die Verzierung, hier das Fernrohr und der Telefonhörer. Das verschwindet jetzt alles ein klein wenig, wenn man das hier jetzt so runterklappt, wie sich das der Entwickler gedacht hat. Ja, dann kann man das nur noch, wenn man ganz genau mal hier reinschaut, das als kleine Details erkennen. Aber ja, schön, dass die Details dennoch vorhanden sind. Ist jetzt hier schwer zu sehen im Licht. Aber so sieht jetzt unser Thai Advanced Fighter von vorne aus. Alles schön geschlossen. Die Formen, die passen gut. So sieht es von hinten aus. Ja, macht also echt einen schicken Eindruck mittlerweile. Und damit wäre die Front hier auch abgeschlossen. Und wir machen weiter mit dem ersten Flügelelement. Keine Sorge, Leute, ihr braucht keine Brille. Mein Autofokus hier beim Zeitraffer war leider total verstellt. Also konntet ihr auch nicht genau sehen, was ich gebaut habe. Das waren diese Teile hier. Das sind also zwei Flügelelemente. Und ich habe sie, weil ich ein richtiger Fuchs bin, auch wie hier geschrieben, direkt zweimal gebaut. Ja, also soweit sind wir dann gekommen. Und ja, leider, es wird hier viel mit Platten gebaut. Und ihr seht, ja, die haben sich jetzt hier verbogen. Beide gleichmäßig viel. Hier unten kann man sehen, Platte mit dieser Gitterplatte, nochmal eine große Gitterplatte und massig von diesen Gelenkaufnahmen hier, also 1, 2, 3, 4 hier, da noch eine, also pro Seite 6 von diesen Aufnahmen für die Gelenke. Da wird später, werden dann die Elemente damit zusammengeklippt. Das hier sind bestimmt die mittleren, da kommt oben noch und unten noch ein Element dran, das dann auch im Winkel verstellt werden kann. Teile waren alle vorhanden. Ja, wie gesagt, leider, upsala, ja, hat sich das hier etwas verbogen. Vielleicht gibt sich das später noch, wenn da die anderen Teile dran gebaut wurden. Ich glaube es aber fast nicht. Also kann man vielleicht dann versuchen, später mit Wärme und mit Druck das ein bisschen wieder gerade zu biegen. Aber soweit halten wir mal fest. Wipp, wipp, wipp. Das ist verbogen. Und ich habe hier noch ein Teil gefunden. Schaut mal her, ich bin auf Öl gestoßen. Maschinenöl, würde ich sagen. Hier oben kann man es schön sehen. Das ist mal wieder typisch Leppin. Tja, die haben sich bisher noch nichts hier zu Schulden kommen lassen, aber jetzt habe ich endlich hier ja Maschinenöl gefunden. Von den Druckgussmaschinen wird das wohl sein. Nicht schlimm, kann ich wegwischen, aber da habt ihr es mal wieder. Das ist eben kein Lego, das ist Leppin. Da findet man immer irgendwas Interessantes mit dabei. Außerdem sind hier viele von diesen schwarzen Steinen relativ matt. Ihr seht ja hier, sieht irgendwie aus, als wäre er von der Temperatur etwas verfärbt. Dann hier verkratzt, verschrammelt. Manche glänzen, manche sind eher matt. Das ist also auch, ja, ich sag mal, keine perfekte Hochglanzoptik. Stört mich aber bei dem Set hier überhaupt gar nicht. So, soweit ist der aktuelle Stand. Die Flügelchen liegen jetzt hier beide und so, ja, lang, ja, sind sie auch. Also länger wie hier unser komplettes Modell bisher. Also schon große Sachen. Und dann machen wir direkt mal weiter. Jetzt kommt hier noch irgendein anderes Element, was hier unten drunter gebaut wird. Ja, es bleibt spannend und wir machen weiter. Diesmal auch mit Autofokus, Zeitraffer. Ja, vielen Dank. Hier sagen sie hinterher, dass man das zweimal bauen muss, wenn man schon fertig ist. Klar, kann man sich auch denken, aber vorhin haben sie es vorher gesagt, jetzt hinterher. Was ist wohl besser? Egal, dann haben wir hier einen schönen Vorher-Nachher-Vergleich. Also einmal hier unser, ja, ich sag mal, Rohflügel, der ja noch richtig schön die Biegung hat, wie man es hier sehen kann.
und gut wackelt. Und hier habe ich jetzt einiges dran gebaut. Das meiste hier unten auf der Unterseite. Ich denke mal, das hier sollen irgendwie Laserkanonen oder sowas darstellen. Da kann man es sehen einfach. Schöne Details, die hier eingebracht wurden mit Achsen und Technikstöckerchen und so weiter. Und dann wurde das hier einfach unten drunter dran geklemmt und ja, und dann geht schon wieder was ab. Das war hier die Laserkanonenspitze, die ist nur auf so einer kleinen Jumperplate angebracht. Und wenn man es dann rumdreht, haben wir hier natürlich auch nochmal was aufgebaut. Hier so ein paar kleine Details reingebaut, hier solche Droidenarme und ja, diese komischen kleinen Kanonen. Einfach damit noch ein bisschen was an technischem Schnickschnack zu sehen ist. Und ganz zum Schluss dann hier diesen ja, Gitterparabolspiegel einmal oben drauf. Und es... ja, es wackelt immer noch etwas, aber der Flex, also die Biegung, die ist wesentlich weniger geworden. Also man sieht es auch schon so, das hat sich relativ gerade gezogen. So, Gott sei Dank, im Vergleich zu so, ziemlich krumm, so, ja, relativ gerade. Und das ist dann schon der Punkt, das Ganze muss dann noch hier angebaut werden. Na, so rum, die wechseln aber auch hier immer die Orientierungen, dann mal so, dann mal wieder so. Aber egal, das muss wie gesagt hier noch angebaut werden und ich würde sagen, das mache ich gleich. Allerdings baue ich noch zuerst hier den zweiten einmal fertig und dann sehen wir uns wieder, wenn die beiden Flügelteile hier an dem TIE Fighter angebaut sind. Ich war so frei, einen Flügel habe ich schon mal dran gebaut. Bei dem anderen will ich euch noch was zeigen. Und zwar hier bei diesen, ja, bei diesen Roboterarmen, die hier diese Pistolen halten. Die sind normalerweise immer hier oben offen, aber einer, ja, der war hier oben geschlossen. Das kann man hier schön sehen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt ein anderes Teil ist, ob es die auch so gibt, ob der nur falsch beigelegt war oder ob das irgendwie ein Fehler ist. Aber das sieht eigentlich so, ja, ich sag mal so sauber aus. Ist wahrscheinlich einfach ein anderes Teil, eine andere Ausfertigung davon. Aber egal, stört auch überhaupt gar nicht. Also kann ich auch hier das letzte Teilchen noch drüber setzen, den Parabolspiegel und euch dann zeigen, wie ich den Flügel hier befestigen werde. Dafür drehen wir den großen mal etwas und wir haben hier diese drei Technikpinne. Und genau damit wird es befestigt und zwar hier in diese Aufnahme rein. Einfach nur reinstecken, klack. Und dann passt die Geschichte schon. Stopp, Korrektur. Es sind ja vier Technikpinne. Hier ist ja auch noch einer. Und der nimmt dann hier vorne seinen Platz ein. Also einmal hier und einmal hier die drei. Und dann durch die vier Stück wird er gehalten. So, jetzt aber anklippen. So, wunderbar. Alles sitzt, alles passt. Hier vorne sieht man jetzt auch schön die Laserkanonen. Was das genau hier hinten dann darstellen soll. Ob das dann irgendwelche Funkantennen sind auf den Innenseiten. Einmal rechts und einmal links. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall vorhanden. So sieht er von hinten aus. Hat irgendwas von einem Föderationsraumschiff gerade, wenn das hier die Warp-Gondeln wären. Aber ja, das wird sich gleich in den nächsten Bauabschnitten auf jeden Fall noch ändern. Was hier ein bisschen komisch ist oder sagen wir mal unpassend, in der Anleitung wird er hier am Ende gesagt, bitte zweimal bauen. Und so wie es angebracht wird, ist dann die eine Jumperplate vorne unten, so wie hier. Aber wenn man das exakt nochmal so baut wie ich, der nicht mitgedacht hat, dann ist hier die Jumperplate einmal hier oben. Ja, ob das so gewollt ist, werde ich zum Schluss noch sehen. Mich stört es nicht großartig. Wen es stört, der kann das ja alles selbst dann umbauen, dass die dann auch entsprechend da unten sitzt. Aber naja, ein kleines ja, Mitdenken sollte man vielleicht. Denken ist Glückssache. So, auf jeden Fall, jetzt steht er passend so da. Ich hatte immer noch kein Fehlteil. Lepin, was ist denn los? Das kann ja fast gar nicht angehen. Wir sind mittlerweile dann auf Seite 34 bei unserem nächsten Baustep, den wir natürlich dann auch direkt zweimal bauen. Einmal wahrscheinlich die Ober- oder Unterteile und dann im nächsten Schritt schauen wir mal, nochmal zweimal die anderen beiden Flügelteile. Ja, und dann ist er auch schon fertig. Übrigens hier die Biegung. Ich gehe mal mit euch ein bisschen näher ran. Da könnt ihr das sehen, er hat immer noch eine leichte Rechtsbiegung hier im Flügel, aber die ist Gott sei Dank aufgrund der angebauten Teile weniger geworden, aber immer noch minimal vorhanden. So viel sei erwähnt und jetzt geht's weiter. Nun schaut euch mal den Oschi hier an. Also das hier ist ein richtig fettes Panel, was ich hier schon angebaut habe. Auf der einen Seite, ihr seht es aber auf der
da fehlt noch alles, denn ich habe die wieder parallel natürlich gebaut, wie es in der Anleitung steht. Und diesmal haben sie da gut mitgedacht, denn wir bauen einmal das Teil für hier und das andere kommt dann hier unten dran, also auf die Seite, hier unten. Und dann ist das auch mit diesem, ich sag mal, dass das alles auf der richtigen Stelle sitzt und nicht irgendwie spiegelverkehrt ist oder so, wenn man es dann richtig oder falsch rum dann hier anbringt. Damit ist das Problemchen auch direkt schon gelöst. Ja, ich zeige es euch nochmal kurz von der Seite hier, wie das dann angebracht wurde. Ganz klar hier über diese Gelenkteile, sodass man es dann nachher auch im Winkel einstellen kann. Also das kann man dann natürlich so gerade, ist das ja nicht. Da macht man Klick, Klick. So, und dann haben wir hier die richtige Form und so machen wir das auch noch auf der anderen Seite. Wobei, ich zeige euch mal eben hier das Panel etwas aus der Nähe. Wir haben also hier wieder diese Stäbe verbaut, hier die kleinen Stäbe verbaut, alles gut, alles gut. Und hier hat mal wieder ja, der berüchtigte Zentimeter oder sagen wir halbe Zentimeter gefehlt. Das heißt, diese Stäbe hier, die sind einfach ein bisschen zu kurz geraten in dem Set. Ich habe es hier mit Mühe und Not mal so dazwischen geklemmt, aber überlege noch, ob ich einfach eine Noppe weiter zusammengehe und dann passt das Ding dann auch zusammen. Ansonsten ließ sich das hier sehr einfach und unspektakulär bauen. Und wenn wir mal schauen, ob wir hier viel wippen können, also wir können, na ist natürlich jetzt Quatsch, weil hier ein Teil drunter ist, aber wir schauen einfach mal so drunter oder drüber und man sieht, ja, eine leichte Biegung ist auch hier wieder drin. Ja, die hält sich noch einigermaßen in Grenzen. Und wenn ich mal hier so drüber schaue über die Kante, dort kann man auch hier so die leichte Kurve sehen, die drin ist. Allerdings, ja, das wirkt für mich jetzt hier so im zusammengebauten Zustand nicht wirklich störend. Also sieht trotzdem echt cool aus. Und ja, für mich ist es noch innerhalb der Toleranzen, sagen wir mal so. So, das Teilchen kommt jetzt mal noch eben flott hier unten dran. Und dann hätten wir das auch dran. Vor allem, schaut mal schön, wie hier dieser graue Streifen, obwohl der geht ja hier über die Kante drüber. Das ist hier auch der Fall. Ja, nee, ist normal. Also wie hier der graue Streifen hier mit diesen Fliesen einmal hier so durchgängig gebaut wurde. Gefällt mir gut. So, ich klapp's mal noch im richtigen Winkel zusammen. Wir werfen noch einen Blick auf den etwas asymmetrisch reinschauenden TIE Fighter. Und jetzt, ihr ahnt es schon, kommt noch das Teil und das Teil nochmal hier im Doppelpaket. Und dann ist die Sache fertig. Wir sind nämlich schon auf Seite 39 von 43. Also Endspurt und nochmal bemerkt, es hat immer noch kein Teil gefehlt, obwohl das hier doch so ein altes oder älteres Set von Leppin ist. Ich bin da sehr, sehr positiv von überrascht und ja, freue mich hier auf den kleinen Rest. Ja, ja, eben noch gelobt und jetzt schon knietief in der Scheiße. Mir fehlen hier haufenweise Teile, Freunde. Ich habe ja jetzt wirklich ein sehr, sehr übersichtliches Portfolio hier noch liegen. Aber jetzt fehlt mir hier einiges. Und zwar als allererstes diese langen, was ist das? 2x2, 4, 6, 8, 10, diese 2x10er. Ja, die habe ich nur noch in diesem Grau und nicht mehr in dem Schwarz gefunden. Denn schwarze habe ich nur noch hier so kleinere überall. Oh, das fehlt schon mal. Aber noch viel dramatischer ist, dass mir, lasst mich mal kurz schauen, dass mir hier diese 1x8er fehlen. Die werden hier nämlich überall verbaut. Und die soll man hier in Massen verbauen, also diese hier. Ja, ich habe keine mehr. Ich habe nur noch hier diese großen, was sind das, 10er, 2, 4, 6, genau, einmal 10er in Grau. Und in Schwarz habe ich hier gar nichts mehr. Also da fehlen mir definitiv einige Teile. Und das ist mal echt bescheiden. Heißt für mich, ich muss jetzt mal hier in meinem Ersatzteilportfolio etwas rumkramen. Und hoffe mal, dass ich da was finde. Vielleicht muss ich sogar hier an meiner Eigenkonstruktion. Das ist BB93. Ja, habe ich selbst gebaut. Aber egal, um den soll es gar nicht gehen. Ich muss jetzt hier echt mal rumkramen und schauen, ob ich da noch irgendwie was zusammenbekomme, dass ich die Paneele hier noch fertig kriege. Aber das ist, ja, der dicke Hammer kommt immer erst zum Schluss. Soweit hat alles wunderbar funktioniert. Ah, Leppin, egal. Ich gucke jetzt mal, ob ich was Passendes finden kann. Und obwohl ich meine Ersatzteilkiste bemühen musste, habe ich hier noch ein paar Teile übrig, sogar recht große Teile, wie hier
so ein Gitterpanel und natürlich hier die üblichen Kleinteilchen. Aber so soll er ja aussehen und ich habe ihn dann doch noch irgendwie zusammenbekommen. Da steht ja unser Advanced TIE Fighter, ja, Prototyp. Und das Prototypenschild rettet uns hier vielleicht, da wir hier sehr merkwürdige Farben jetzt verbaut haben. Also ihr seht schon, ich habe hier nur noch braun teilweise bekommen und auch mal nur so ein helleres Grau, wo eigentlich ein Schwarz hin musste. Ja, mehr hatte ich nicht mehr in meiner Ersatzteilkiste drin, aber zumindest konnte ich ihn fertig bauen. Und abgesehen von den, ja, ganz am Schluss verkackten Fehlteilen, ist das hier ein ganz, ganz tolles Set meiner Meinung nach. Der Bau macht echt Spaß, auch wenn hier am Ende der Bau der, ja, was sind das, dieser Paneele hier, ja, das wiederholt sich halt immer. Man baut jedes Teil zweimal und da ist nicht mehr richtig viel Abwechslung dabei. Aber so ist das Design eben und sieht dann dafür aber doch ganz cool aus. So sieht er von hinten aus. Und wenn wir mal leicht unten drunter luken, seht ihr, wo ich am Anfang dachte, Mensch, da kommt doch bestimmt noch was hin. Nö, da ist nichts mehr hingekommen. Also unten ist mehr Schein als Sein. Von hinten sieht er dadurch auch so ein wenig dünn aus. Aber man schaut ihn ja am besten von der Seite an oder schräg von vorne. Und da sieht er halt mal richtig cool aus, der TIE Fighter, der Advanced TIE Fighter. Und ich habe ihn mal hier neben den X-Wing Red 5 gestellt. Da könnt ihr mal den Größenvergleich sehen und die passen von der Größe her echt gut zusammen. Ein schönes Paar, also wer den einen hat, der kann sich den anderen hier gerne noch so mit dazustellen. Passt 1A. Auch das ein ganz tolles Set. Habe ich euch schon gezeigt, wie der gebaut wird. Schaut mal in die Playlist Lego Leppin und Co. Da könnt ihr das finden. Und hiermit erkläre ich dann unseren Bau des Advanced TIE Fighters für erfolgreich beendet mit kleineren Pannen. Aber immerhin weniger Pannen, als ich eigentlich gedacht habe. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Freunde. Wie immer könnt ihr das Set hier auch kaufen. Alle Links, ups, jetzt wird es hier etwas eng. Alle Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung von Amazon und von AliExpress, da wo ich ihn gekauft habe. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Me Apple Cat.